Ja, dann möchte ich auch schon gerne, na, ich möchte nicht, ich leite über zu unserem finalen Sprecher heute vor der interaktiven Gesprächsrunde. Und bitte Hans-Peter Klausner ans Pult. Oh, was für Pult? Haben wir kein Pult. Brauchst du ein Pult, Hans-Peter? Hans-Jürgen, Entschuldigung. Oh, das ist wichtig. Ein Computer? Aufmerksamkeit. Ja, schönen guten Abend. Sie machen mich ganz nervös. Plötzlich bin ich doch schneller dran, als ich mir vorgestellt habe. Meine letzte öffentliche Rede habe ich genau vor 8 Jahren gehalten, auch als Schlussredner in Baden-Baden. Dort hat mein Vorredner auch eine halbe Stunde überzogen, dann konnte ich ein bisschen Luft holen. Aber als ich meinen Vortrag fertig hatte, ich hatte auch nur 15 Minuten Zeit, im Saal waren lauter Diplomaten, Handelsattachés, wichtige Herren. Es war einer der teuersten Businessclubs in Deutschland, der mich noch als Redner eingeladen hat. Dann haben sie mich am Schluss umringt und der Vorredner hat gesagt, der hat eine Rede gehalten über Stiftungen, werden in Zukunft das ganze Geld einsammeln. Da kam er zu mir und hat gesagt, jetzt weiß ich, wofür ich das Geld einsammle, nämlich damit sie ihre Idee umsetzen können. Also wenn heute auch jemand da ist, der am Schluss das ganze Geld der Welt einsammelt, damit wir das umsetzen können, dann danke ich für den Mut. Und dann habe ich die 8 Jahre Pause, die ich jetzt hinter mir habe, eigentlich doch nicht verschlafen. Oder Sie haben nichts verpasst. Gut, ich habe mal 96 begonnen, nachdem ich ein Buch geschrieben habe, Humanwirtschaft. Ich habe es noch hier, das ist die zweite Version. Ich habe ziemlich viel verkauft und verschenkt an meinen Seminaren. Ich habe immer Wochenende-Seminare gehalten oder auch solche Veranstaltungen von Berlin über Wien, Graz, in Zürich, in Basel, in Bern, überall von 96 bis 2005. Die Banken haben Panik bekommen, weil ich auch immer sehr schnell sehr viel Geld gesammelt habe. Ich war mein ganzes Leben Unternehmer. Ich komme aus einer Schweizer Unternehmerfamilie. Meinen Namen Hans-Jürgen Klausen habe ich noch nicht an die Tafel geschrieben, aber der kommt noch. Und ich hätte damals als junger Zögling einer großen Familie in der Schweiz eine Firma mit 6000 Leuten übernehmen sollen und habe mir schon ab 14, 15 Jahren die Frage gestellt, wie verkaufe ich die Produkte dieser Firma, wenn eines Tages der Markt gesättigt ist, weil ich habe immer Wachstumszahlen um mich herum gehört von 10%, 15%, das war in den 70er Jahren noch üblich. Ich bin heute etwas älter als eben damals, da war ich 44 Jahre, als ich das Buch geschrieben habe, aber mit 15 Jahren habe ich mich schon darauf fokussiert. Verkaufen in gesättigten Märkten, und das ist diese Theorie, die ich Ihnen hier vorstelle. Das ist das erste Wirtschaftsbuch, können Sie Professoren wie Hörmann und Co. fragen. Es gibt keine Wirtschaftstheorie für gesättigte Märkte. Der Kapitalismus ist eine Mangelbeseitigungstheorie und darum haben wir heute die Probleme. Auch die ganze Gesetzeslage ist auf Wachstum, Wachstum, Zins und so weiter, vor allem auf Mangel und auf Angst aufgebaut. Und wir erleben heute eine Welt in Armut, obwohl wir alles im Überfluss haben. 200% Nahrungsmittelproduktion, technische Güter genauso. Häuser, Wohnungen, das bräuchte nirgends einen Mangel geben. Auf der ganzen Welt könnten wir 10 Milliarden Menschen mit allem versorgen. So, also es ist eine Riesenarbeit, die sich hier unsere Regierungen und unser System erlaubt, um uns im Mangel und in Angst zu halten. Aber das ist ja das Regierungskonzept dieser kapitalistischen Bankenwelt. Ja? Und diese Bankenwelt ist dafür verantwortlich, weil die kann nur Geld verdienen, wenn wir immer Schulden machen. Und in diesem Schuldenkarussell ist das logische Ende, wie im Kommunismus, die Pleite. Und um aus dieser auszusteigen, habe ich mir also damals schon Fragen gestellt, Wirtschaften in gesättigten Märkten braucht doch eine andere Theorie. Und ich habe mit 19 Jahren in der Schule selbst inszeniert, dieses Buch soll gelesen werden. Das ist das Handelsrechtsbuch der Schweiz. Und da kommt auf Seite 6, irgendwo 360, der schöne Satz vor. Unter dem Titel Zinsvorschrift steht, wer Geld verleiht, hat das Recht, Zinsen zu verlangen.
Der Zins ist mindestens 5% beim Darlehen. Und wenn er eine Sparkasse ist, man hat bewusst das Wort Bank weggelassen, dann braucht er mit Ihnen nicht mal einen Vertrag zu machen. Sie sind immer zinstributpflichtig. Dann hat es bei mir geklickt und hat gesagt, das ist genial. In gesättigten Märkten brauchen wir genau dieses Gesetz, also kopieren wir das Bankensystem und dann geht es uns allen hervorragend. Irgendwo habe ich noch eine Flasche hingestellt. So, als ich 1996 begonnen habe und 2005 zum zweiten Mal von den Nationalbanken gebremst wurde, indem sie mir meine Organisationen mit über 900 Mitgliedern, Genossenschafter, die viel Geld gesammelt haben, dass ich meine Ideen und mein Buch umsetzen kann. Es waren über 8 Millionen. Wir hatten tolle Seminarhäuser in Wien, in Zürich, in München. Und dann habe ich mir gesagt, entweder bin ich 100 Jahre zu früh oder mich versteht keiner. Und dann habe ich erst vor 2 Jahren durch den Herrn Professor Hörmann, er wurde mir empfohlen, das gäbe jetzt einen Professor, der das Gleiche erzählt, was ich hier schon geschrieben habe vor 20 Jahren. Dann habe ich gedacht, ja, 100 Jahre brauche ich vielleicht doch nicht warten. Ich gehe mal zu dem Herrn Hörmann und frage, ob er mit mir zusammen eine Partei gründen würde. Hat er ja gesagt. Haben wir gegründet. An der Gründungsversammlung oder kurz danach kam ein Medium zu uns und hat mir gesagt, lieber Hans-Jürgen, du brauchst den Leuten gar nichts mehr über deine Theorie erzählen. Sie haben dich 10 Jahre vorher nicht verstanden. Sie werden dich auch heute nicht verstehen. Außer, du gibst ihnen Kristallwasser zu trinken. Damit reinigst du ihre Vergiftungen, vor allem im Gehirn. Und sie werden dich verstehen. Das Glas hier ist leer oder der Bierkrug. Dieses Elixier kam mir also jetzt zu Hilfe. Oder wird Ihnen zu Hilfe kommen, das alles besser zu verstehen, was ich Ihnen kurz erläutern möchte. Aber da Sie das Produkt ja noch nicht kennen, vielleicht werden Sie das in Zukunft genießen. Pardon. Und dann diese Informationen nicht nur verstehen, sondern den Mut haben, es mit mir umzusetzen. Wer ist hier innen drinnen bereit, eine Partei zu gründen? Na, ich muss es so sagen, eine Partei mit einem Programm, das keine andere Partei hat, nämlich es gibt keine Partei, die ein Wirtschaftsprogramm hat und die eine Geldschöpfungstechnik beherrscht, um sich aus den Banken freizukaufen, also aus sämtlichen Hypotheken, aus sämtlichen Altlasten der Banken zu befreien, ins Parlament einzuziehen und sagen, wir sind jetzt die Mehrheit und wir brauchen euch alle nicht mehr. Wer ist dafür, dass wir das machen? Gut, sehr schön, danke Ihnen, das motiviert mich schon. Und ich habe in diesen 20 Jahren viel Software entwickeln lassen, ich komme aus einer Computerbranche auf und habe als Symbol immer dieses WEG gehabt und ich habe keinen Grund, es nicht weiterhin zu benutzen. Es gibt hier im Saal 2 Leute, die mich kennen aus der Zeit, ich freue mich, dass die da sind. Hallo Kurt. Und und dieses Symbol mit den 3 R soll auch weltweiter Wohlstand bedeuten, weil WEG nicht nur damals unsere Genossenschaft war, Werteerhaltungsgenossenschaft, sondern das heißt Welteinheitsgeld. Und vorher haben Sie das Symbol Euro gesehen mit dem Weg drin. Nicht, dass Sie das missverstehen, dass jetzt hier Brüssel spricht und Ihnen erklären will, warum Sie den Chip brauchen und warum Sie diese Kreditkarten. Und das ist genau das Gegenteil, was ich Ihnen vorschlage. Sie müssen unterscheiden können, ein Computer und auch eine Software ist eigentlich was Neutrales. Es kommt immer darauf an, wer die Programmierung für welchen Zweck wie manipuliert. Und Software, ich komme aus einer Rüstungsindustrie auch, ich weiß, wie man Software 100% sicher macht, dass kein Hacker und kein Absturzgefahr ist. Also alle diese Ängste, die man Ihnen hier einredet, euch ja nicht auf etwas einzulassen, das einer vorschlägt wie der Klausner da mit dem Computersystem. Das sind Fallgruben, in die Sie bitte nicht hineinfallen sollten, ja? Weil der Computer ist Ihre schlussendliche Befreiung. Ich nehme mal einen Schluck Kristall. Sie haben vorher aufgestreckt und gesagt, Sie sind bereit, diese Partei zu unterstützen. Eine Partei ohne Geld ist sinnlos. Ich habe mir damals an meinem ersten Vortrag 96, also nein, 24, 26. Februar 97 war es genau,
Ich mache immer Businesspläne, wenn ich etwas umsetzen will. Da habe ich gesagt, wir fangen an mit 100.000 Mitgliedern und jeder zahlt mal 300 Franken. Dann kommt in der Pause jemand zu mir und sagt, Herr Klausner, phänomenal, schon der Name Weg ist gut. Wie viel Geld haben Sie gesagt, brauchen Sie? Da habe ich gesagt, wenn Sie schnell gerechnet haben, sind 100.000 mal 330 Millionen. Seine Antwort war, die gebe ich Ihnen. Und wenn ich das meinen Freunden erzähle, kommt jede Woche einer und will Ihnen 30 Millionen Dollar geben. Ich habe das getestet, es stimmt. Ja? Der Mann ist heute noch ein guter Freund von mir und hat auch eine Genossenschaft mit mir gegründet in Basel. So, ich habe mir einen Businessplan gemacht. Nächstes Jahr möchten wir mit 3,8 Millionen, Sie sehen hier die Zahl, mit 10.000 Mitgliedern in Österreich, 2.000 Unternehmer starten. Ein Jahr später sind, glaube ich, Wahlen. In der Schweiz sind schon nächstes Jahr. Die gleichen Zahlen habe ich für die Schweiz. Was machen wir auch noch? Wir gründen immer Genossenschaften im Hintergrund, die das Ganze wirtschaftlich absegnen können oder respektive das Geld geben wir gar nicht unbedingt aus, sondern wir investieren es in Immobilien und diese Genossenschaften, die das Geld noch von Sponsoren sammeln, kaufen Immobilien auf dem Konkursamt von Banken zum halben Preis und dann haben wir eine Finanzbasis, die auch nach außen relativ eine Sicherheit, zum Beispiel haben wir jetzt dieses Haus gekauft für 300.000, jetzt hat es schon 1 Million wert, das ist unsere Parteizentrale. Also ich fange nichts an umzusetzen ohne eine finanzielle Grundlage, ohne eigene Immobilien. Ich operiere, ich bin mein ganzes Leben immer in meinem eigenen Haus gewohnt und ich mache nichts aus einer Mietliegenschaft oder dass ich auf solche Säle angewiesen bin. Ich möchte eigentlich auch in Zukunft nur noch bei mir meine Filme aufnehmen mit so einem Publikum wie Sie und mit Referenten, die nur eigentlich als fachkompetente Autoritäten das beurteilen können, was ich vorschlage. Und dann im Internet, ich hatte noch vor 9 Jahren nicht die Möglichkeit, über Internet und YouTube und Facebook gab es alles noch nicht, darum kennt mich auch niemand, das so in die Welt zu multiplizieren, wie wir heute die Möglichkeit haben, über Privatfernsehsender in der Schweiz, wie Schweiz 5 TV, mit dem ich sehr intensiv zusammenarbeite, mit solchen Möglichkeiten jetzt ausgestattet. Ist es also möglich, mit einer neuen Partei, mit einem neuen Programm, mit einer eigenen Geldlösung im Parlament mal wieder was zu ändern? Was die Menschen dringend möchten, eben eine neue Politik. Also dieser, und was ist Euroweg? Ja, das ist der Euro als Recheneinheit für dieses WEG, was ich als Welteinheitsgeld bezeichne. Das heißt, der Euro wird zwar weggehen als physisches Geld, als Materie. Meine Vorträge hießen früher immer das Entmaterialisieren des Geldes oder das Geheimnis der Geldschöpfung. Und wenn Sie also den Euro nicht mehr als physisches Geld wahrnehmen, sondern nur noch als Buchhaltung, dann nennen wir es eben in unserer Datenbank Euroweg. Und hier der Titel ist noch wichtig, das sogenannte elektronischer Wechsel. Ich kann es auch hier mit der Maus Ihnen zeigen. Sie können es oben lesen. Der elektronische Wechsel ist ein neuer Begriff, den ich gefunden habe zur besseren Erklärung den Unternehmern gegenüber. Ein Unternehmer versteht sofort, was ein Wechsel ist. Ein Wechsel ist ein Zahlungsmittel für Unternehmer in Zeiten großen Geldmangels. Und damit haben die Unternehmer eigentlich jahrzehntelang, also die letzten 70, 80 Jahre, auch Jugoslawien hat sich nur so am Leben erhalten können, nachdem sie bombardiert wurden, mit sogenannten Wechseln unter den Unternehmern. Das heißt, ein Stück Papier mit allen juristischen Unterschriften, Datum und so weiter, einer Summe und einem Fälligkeitsdatum irgendwann in einem Jahr. Und so lange ist der Wechsel zirkuliert und hat eigentlich das Geld ersetzt, was die Banken uns eben heute nicht geben. Und dann steht im Lexikon, also in Wikipedia steht drin, dass der Wechsel aus der Mode gekommen sei, weil man ihn nicht elektronisch darstellen kann. Ja? Wir machen diese Software, wir machen den elektronischen Wechsel als unser Kreditgeld für Unternehmer, aber auch für Sie als Private. Das wird nie ein Papier sein, das ist eben eine elektronische Buchhaltung, die jeder Buchhalter sofort versteht, jeder Unternehmer sofort versteht. Und das, was ich auch in den 9 Jahren Nachdenkpause entdeckt habe, ich muss immer aus dem neuen System den Rückweg in das alte offen lassen, dann macht jeder Unternehmer mit. Das heißt also, ich sage Ihnen, ihr habt hier ein neues Kreditpapier, aber ihr könnt es nach einem Jahr zurückwechseln in altes Geld. Dann ist die Blockade
weg, die quasi den Leuten heute immer noch, oder als ich auch früher das so vorgeschlagen habe, gesagt, nee, etwas Neues, dass man nicht so sicher sind, ob es funktioniert und es nachher nicht zurücktauschen kann, das lehnen wir ab. Aber wenn man den Rückweg zurück ins alte System offen lässt, dann ist das, ist dieser blockierende Rückschritt ist daneben nicht vorhanden. Es ist möglich, jederzeit in eine alte Geldtheorie zurückzuwechseln. Also das habe ich eigentlich auch den Banken abgeschaut. Also die Banken haben das Papiergeld nur einführen können, indem sie uns 280 Jahre lang vorgegaukelt haben, jederzeit wieder Goldmünzen dafür zu bekommen, bis 1970. Hätten sie das nicht durchgehalten so lange, hätten wir nie das Bankengeld akzeptiert. Ja? Wir würden heute noch unsere Könige schützen und die würden immer noch Münzen herstellen, Gold, Silber, und das wäre unser Geld. Nur hätte das uns natürlich diese technische, rasante Entwicklung im Industriezeitalter nicht ermöglicht. Wenn wir über Banken reden, müssen wir auch immer unterscheiden. Das war eine Folie, die haben mir immer alle Banken aus der Hand gerissen. Ist übrigens unser Maskottchen für die Partei. In der Schweiz hat jede Partei einen Hund, ja. Und wir werden unseren hier kaum einen Schatz. So. Sie müssen unterscheiden die kleinen Banken außen, die kleinen ihre Sparkasse. Die machen eigentlich nichts Negatives. Die kann man auch nicht verurteilen als irgendwelche das Volk niederdrücken wollen. Sie sind unter dem Druck der Großbanken, der großen Versicherungen, Pensionskassen, die da im inneren Kreis sind. Und das Geld, das sie rausgeben, das durch den Zins fließt, ist automatisch immer wieder zurück ins Zentrum. Ich nenne es immer das Bumerang-System. Durch den Zins die Banken schmeißen ihnen Kredit raus und durch den Zins kommt das Geld automatisch zurück. Nach 20 Jahren in der Regel ist sämtliches Geld wieder an der Quelle. Und das verarmt uns ja, weil ja der Zins als Geld nie geschaffen wurde. Wir müssen nur uns konzentrieren auf das Zentrum, die Geldschöpfung. Ich erkläre Ihnen eigentlich nur, wie man Geld aus dem Nichts schafft. Herr Hörmann macht das sehr gut. Er nennt es zwar ein bisschen kompliziert, ich nenne es viel einfacher. Ich nenne es einfach, die Geldschöpfung aus dem Nichts ist nichts anderes als intelligente Buchhaltung. Das, was ich Ihnen vorher in diesem schweizerischen Obligationenrecht vorgesagt habe, ist hier schriftlich nochmals. So sieht das aus. Und ich bin dann dahinter gekommen, dass Regierungen und Staaten auch mit so einer intelligenten Wechsellösung nichts anfangen können, weil sie schon seit 100 Jahren von den Banken quasi so vergewaltigt wurden per Gesetz, dass der Staat nie eine Alternative akzeptieren kann. Es steht nämlich im Gesetz drin, Steuern sind in Landeswährung zu bezahlen. Wenn man das nicht kennt und als neue politische Kraft nicht dagegen was unternimmt, haben sie keine Chance, ein neues Geldsystem einzuführen. Dann gewinnen die Banken immer das Spiel, weil es steht ja im Gesetz, man muss mit Banken Geld Steuern zahlen. Und wissen Sie, das System von Wörgl hat auch nur aus dem Grunde funktioniert, weil der Bürgermeister mit diesen Zettelchen gesagt hat, damit könnt ihr Steuer zahlen. Nur das war das Geheimnis von Wörgl. Alle anderen Geschichten sind frei erfunden. Wir müssen dann als Partei ein Gesetz ändern, das heißt, Steuern sind auch in Leistungswerte zu bezahlen. Nämlich, wenn wir die Geldschöpfung auf die Basis von Leistung stellen, ich habe einen neuen Prospekt kreiert, können Sie heute Abend alle mitnehmen, für diese neue Partei, die wir also Humanbewegung nennen. Und da steht eben drin, dass wir quasi mit Waren- und Leistungskredit Geld schöpfen, in Euroweg-Verrechnungsdatenbanken es transferierbar machen. Also Geld muss geschöpft werden und transferierbar sein. Und der Zeitdruck muss eliminiert sein, das heißt der Zins. Und dann anstelle vom Zins wird eine Gebühr erhoben, nur für die Buchung, damit finanziert sich das System und damit können wir die Banken in die Transformation schicken, sie als Wegzentralen umzukonfigurieren. Und auch die Mitarbeiter einer Bank habe ich hier natürlich nicht vernachlässigen wollen, die sind natürlich dann herzlich eingeladen, sich umzuschulen in sogenannte Wegbegleiter. Den Begriff hat auch der Herr Hörmann übernommen aus meinem Buch. Und die Wegbegleitung ist eine zentrale Funktion. In Zukunft hochkomplexe, auch computergestützte neue Systeme den Menschen so nahe zu bringen, dass keiner davor Angst haben braucht.
Und dann haben wir also die Möglichkeit, durch diese Humanbewegung, wie ich sie nenne, also das ist der Name der neuen politischen Bewegung, dass wir den Ausstieg aus dem Geldmangel schaffen. Da könnte man noch auch wieder eine, ich habe hier hinten drauf eine Volksinitiative formuliert, das ist der Verfassungsartikel 2 in der Schweiz. Der schlägt nämlich immer schon vor, und zwar steht das schon immer drin, seit 100 Jahren, dass die Eidgenossenschaft sorgt für eine möglichst große Chancengleichheit. Chancengleichheit, wissen Sie, was das ist? Und Gerechtigkeit unter den Bürgerinnen und Bürgern. Wenn Sie das einem Bankdirektor sagen, lacht er und sagt, geht nicht, können wir nicht machen. Also er gibt eigentlich zu, dass das Bankensystem diesen Verfassungsartikel ignoriert, ja, eigentlich sträflichst ignoriert und eigentlich gar nicht lebbar macht, also verstößt das Bankensystem gegen den Verfassungsartikel 2. Und das, was Sie hier auf dem Tisch als Banken in die Schrankeninitiative haben, das ist zwar ein halber Schritt in die Richtung, aber der ganze Schritt wäre, über diesen Artikel die Banken gleich zu verbieten, als Feinde der Verfassung. Ja? Das hat schon mal ein italienischer Richter versucht einzuklagen, also nicht versucht, er hat sie eingeklagt, hat vom obersten Gerichtshof in Rom Recht bekommen mit dem Aber, ja, wo ist die Alternative? Das heißt, solange wir keine Alternative dem Richter, dem obersten Gericht vorschlagen können, kann er die Banken nicht als Feinde der Verfassung verbieten. Wenn wir heute diese technisch mögliche Alternative für den Ausstieg aus dem Geldmangel anbieten können, kann jeder Richter per Verfassung auf dieses Gesetz sich beziehend die Banken verbieten. Warum ich Kristallwasser trinke oder Ihnen empfehle, hier lesen Sie es. Das habe ich ganz neu gefunden in einer amerikanischen Zeitung, im Internet zwar, also dass es einen Virus gibt. Die Amerikaner, respektive die Banken, auch mit Chemtrails sind sie ja bewandert, die lassen nichts aus, um uns unten zu halten, um uns dumm zu halten, um uns zu uns gegeneinander aufzuwiegeln, dass wir nicht solche solidarische Veranstaltungen machen. Und sie werden ihnen mit Sicherheit ausreden, einem Typ wie dem Klausner zu folgen. Das ist das Nächste, was Sie lesen und hören werden. Ja? Obwohl Sie und der Rest von der Bevölkerung, also 86% der Menschen, wollen eine neue Moral in der Politik. Moral, das Wort ist schon wieder Schönfärberei. Sie wollen einfach eine neue Politik. Und ich war an zwei Veranstaltungen von Frank Stronach und die Leute haben ihn fast gebeten, die wären sogar auf die Knie gegangen, er sagt, bitte Herr Stronach, gründen Sie eine Partei, wir wählen nur noch Sie, wir wollen, dass es ändert. Aber dass Herr Stronach auch mit seinem vielen Geld nichts weiß zu ändern, obwohl seine Sekretärin aus Kanada mich mit einem einstündigen Telefonat ausgefragt hat und sie hätte meine Webseite gelesen. Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, Sie können bei mir nicht Bruchstücke kopieren, irgendwas rausnehmen. Das ist eine schlüssige Theorie von A bis Z. Entweder das ganze Programm oder vergessen Sie mich. Ja? Sie hat mich dann vergessen, ja? Weil sie dachten, da können wir irgendwo was abstauben. Ja? Und ich habe ihm Stronach auch gesagt, ich bin bereit, Ihnen ein Programm zu liefern, das Sie an die Spitze bringt. Aber er wollte das nicht. Heute weiß ich auch warum. Vorher haben Sie alle aufgestreckt und gesagt, Sie sind bereit, das mitzutragen. Wenn ich sage, wir gründen morgen eine Partei, jeder zahlt 180 Euro, Sie haben es gesehen. Sie kriegen das Geld mit Zins und Zinseszinses, das wir zwar nicht mehr haben, aber Sie kriegen das Geld zurück. Schauen Sie mal, wie die Parteien sich schon selbst bedienen am Geld der Steuerzahler. Ja? Die haben sich solche gigantische Honorare und Möglichkeiten der Finanzierung gegeben, dass diese 171 Millionen, stellen Sie sich mal vor, wir haben 50% der Sitze und kriegen die Hälfte. Ja? Der Stronach hat 17 Millionen investiert, das war einfach dreimal zu wenig. Wir brauchen etwa 50 Millionen, um in dieses Parteienklüngel hinein eine wirkliche Stoßkraft zu bringen und dieses System zu übernehmen. 50 Millionen Investment, 80 kommen zurück, macht 30 plus, sagt jeder Geschäftsmann, da mache ich mit. Also machen Sie alles rechenbar, es muss finanzierbar sein, es muss sich als Business-Konzept muss es sich organisieren und tragen. Schauen Sie die österreichischen Parteien, wie viele Mitglieder die haben, das ist eigentlich gar nicht viel.
Es sind 3-5% einer Bevölkerung sind in einer Partei. Weil die Leute gar keine Lust haben, in eine Partei zu gehen. Weil sie wissen, dass sie keine Stimme haben, keine Wahlen haben und es nichts bringt. Also, 240.000 bei der SPÖ, 700.000, das ist dann eine schön gefärbte Zahl. Und diese Zahlen, die sind relativ leicht zu erreichen, wenn man ein gutes Wirtschaftsprogramm hat. So, also mit diesen Zahlen habe ich kein Problem. Die deutschen Parteien sind genauso gut finanziert. Und diese Finanzgrundlage, man muss sie einfach kennen, verstehen Sie? Man muss Zahlenmensch sein. Wenn ich Vorträge halte und Sie können mich nachher fragen, was Sie wollen, also bitte nur über die Schweiz, über die österreichischen Zahlen bin ich nicht so bewandert, aber ich habe 20 Jahre lang immer die Nationalbankbilanz gelesen. Was glauben Sie, wie viele Leute die Nationalbank lesen? Also die Bilanzen, ja? Keine 10 Leute in der Schweiz, ja? Also diese Zahlen im Kopf muss man haben, dann kann man argumentieren und weiß genau, wo sind die Grenzen und wo kann man richtig handfeste Argumente bringen. Das hier sind solche Zahlen aus der Nationalbankbilanz. Diese Zahlen beweisen Ihnen, warum Ihnen das Geld fehlt. Weil die Banken mit unserer schlechten Kreditwürdigkeit uns gar kein Geld mehr geben können. Also Banken in die Schranken und diese Vollgeldinitiative sind genau in die falsche Richtung. Wenn die Banken nämlich überleben wollen, dann müssten sie den Geldhahn aufdrehen und müssten uns nämlich wesentlich mehr Geld geben, als sie uns in den letzten Jahren gegeben haben. Sie sehen, ich habe die Zahlen von 96, da habe ich begonnen. Und da hatten, oben steht, dass die Banken, wenn wir nur 4% Zinsen zahlen müssten, jedes Jahr die Kreditmenge um 40 Milliarden erhöhen müssten. Weil es hat noch nie jemand in den letzten 50 Jahren Kredite zurückbezahlt, sondern immer nur die Zinsen. Aber wenn das Geld für die Zinsen nicht mal geschaffen werden, wie wollen Sie dann Zinsen und Tilgung zahlen? Ja? Also nicht mal die Zinsen können Sie zahlen. Und nachdem Sie es 98 so langsam ein bisschen, ne, da ging es noch einigermaßen mit 90 Milliarden in 2 Jahren, das waren 45, da ging es uns noch gut, sehen Sie. 2000 ging es uns schon nicht mehr so gut. Mit 55 Milliarden in 2 Jahren, das sind dann 27, haben uns schon 13 Milliarden gefehlt. Das heißt, es konnten 13 Milliarden nicht an Zinsen gezahlt werden, wodurch die Banken Kredite gekündigt haben, fällig gestellt haben, Haus versteigert haben und Menschen und Firmen in den Ruin getrieben haben. Nur weil vorher nicht genug Zinsgeld in Umlauf gebracht wurde. 2008, die große Krise, da haben sie den Geldhahn sowieso zugedreht, da sind sie auf minus 5 Milliarden gekommen. Das heißt, die haben niemandem mehr Geld gegeben. Man hat ja gesagt, die Banken leihen sich ja nicht mal mehr untereinander Geld. Das wäre ja nicht mal so tragisch gewesen. Ja? Aber dass sie uns im Volk und in der Wirtschaft kein Geld gegeben haben, das war die Katastrophe. Und an der leiden wir heute. Und dann haben sie leicht begonnen, plus 5. Aber nehmen Sie immer die Zahl, 40 hätten wir gebraucht. Und 5 haben wir gekriegt. Das ist nämlich der Vampir. Das Zinssystem ist der Vampir, der sitzt auf Ihrer Schulter, saugt oben, also saugt Ihnen hier das Blut raus und tröpfelt oben mit einer Blutkonserve ein bisschen wieder was rein. Ja? Ist nur eine Frage der Zeit, bis der Körper drunten tot ist. Und das sind die Zahlen dazu. Man muss also die Zahlen kennen, um hier genau sagen zu können, das Problem liegt nicht, dass die Banken Geld aus dem Nichts schaffen. Das Problem liegt darin, dass sie zu wenig Geld aus dem Nichts schaffen. Und das werfe ich Ihnen vor. Ich werfe nicht den Banken das vor, was der Hörmann macht. Sie seien Geldfälscher oder irgendwelche Verbrecher, sondern sie erfüllen ihre volkswirtschaftliche Aufgabe nicht. Und die heißt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtige Geldmenge zur Verfügung zu stellen und sie wieder aus dem Markt zu nehmen, wenn sie nicht gebraucht würde. Im Zinssystem braucht es natürlich immer mehr, das ist klar. Aber wir schlagen nachher ein System vor, wo man eben nur noch Buchungsgebühren verlangt. Damit ist der Zins mal eliminiert. Das Produkt Geld hat sich in Luft aufgelöst. Die Geldmenge kann stabil sein, respektive die wächst, geht zurück. Die wächst, geht zurück, immer so wie die Ökonomie, die nicht durch den Leistungs- oder durch den Wachstumsdruck immer mehr produzieren muss,
sie kann auf einem sinnvollen Niveau sich stabilisieren und die ganze Weltbevölkerung mit genügend Nahrung, Kleidung, Häuser und allem versorgen, auch mit Energie. So, das kann man nur in einem nicht unter Zeitdruck stehenden, auf Buchungsgebühr basierenden Geldschöpfungs- und Geldvernichtungssystem. Und das ist das, was wir Ihnen vorschlagen. Das ist das, was Sie unter Weg oder Euroweg sich vorstellen müssen. Geldschöpfung zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Menge. Und die automatische Vernichtung passiert durch die Verrechnungskonten. Jeder Buchhalter, dem ich das erkläre, versteht das sofort. Und dann passiert Folgendes. Die blaue Linie der Banken und die grüne Linie der Wirtschaft. Schauen Sie, das sind natürliche Feinde einer gut gehenden Wirtschaft, die Banken. Das wird natürlich unter den Tisch gehalten, das soll ja niemand so wortwörtlich zur Kenntnis nehmen. Die Banken leben nur gut, wenn es der Wirtschaft schlecht geht. Geht es der Wirtschaft gut, leben die Banken schlecht. Jetzt können Sie mal dreimal raten, wer der Stärkere ist. Ja? Also der an der Geldquelle ist eindeutig der Stärkere. Also versucht der Banker, den mittleren Schnittpunkt dort ein bisschen hinzukriegen, aber wir haben ja gesehen, das schafft er nicht, weil er uns nicht diese Kredite geben kann, die er sollte. Und dadurch ist also quasi für den Banker eine Wirtschaft, die schlecht läuft, seine höchste Gewinnmarge. Das können Sie auch in den Statistikzahlen nachlesen. Läuft die Wirtschaft schlecht, haben die Banken die höchsten Gewinnraten. Und würde die Wirtschaft gut laufen, was sie seit über 20 Jahren nicht tut, obwohl sie es könnte, dann ginge es den Banken schlecht. Und da ja die Banken selber schon wissen, dass sie viele faule Kredite nie zurückbekommen, müssen die auf Teufel komm raus die Wirtschaft niederhalten, damit die möglichst, nein, jetzt machen sie das natürlich mit dem Staat, damit der möglichst viele Kredite und Schulden machen muss, Kredite aufnehmen, Schulden machen muss, damit wenigstens ein bisschen Kreditzinsen reinkommen. Aber jetzt, weil sie den Markt schon so geflutet haben, bei den Regierungen, nicht im Volk, kriegen sie dort fast keinen Zins mehr. Also das ist eine Minusspirale, aus der sie gar nicht mehr rauskommen. Unser System macht aus diesen gegensätzlichen Kurven, die blaue Kurve ist nachher plötzlich parallel zur grünen Kurve. Nämlich wenn das Bankensystem, das wir nachher als Wegzentralen betreiben, Welteinheitsgeldzentralen, Buchungszentralen, Marktsättigung, Verhinderungszentralen, die sind dann parallel, diese zwei Kurven. Das heißt, wenn es der Wirtschaft gut geht, geht es auch unseren Wegzentralen gut. Ja, also wir ziehen dann beide am gleichen Strick, am gleichen Ende. Und heute haben wir ein Gegnersystem. Und das muss einfach dem Volk zuerst mal klar werden. Hörmann erzählt das immer mit der Bilanzverlängerung. Ich habe ihm diese Kurven schon nächstes Mal erklärt und habe gesagt, erklär es doch so. Ich hatte mal das Glück, selber Buchhaltungslehrer spielen zu dürfen. Wenn Sie im Warensektor der Unternehmer ja wissen, Sie müssen Rechnungen schreiben, Sie kriegen Rechnungen, also Debitoren, Kreditoren heißt das, und das definiert den sogenannten Warenkreislauf. Und der Warenkreislauf ist der, der uns den Wohlstand beschafft, nicht der Geldkreislauf. Ja? Und die Banken spielen hier diesen Geldkreislauf in einer Zeitverzögerung nach, damit sie möglichst viel Zinsen bekommen. Ja? Also sie blockieren bewusst den Güterkreislauf, damit wir immer Schulden machen müssen bei ihnen, um Zwischenfinanzierungen zu bekommen und bei ihnen Zinsen zahlen zu müssen. Und dieser Schattenkreislauf des Geldes hat selber mir ein Banker mal gesagt, Herr Klausner, Geld ist eine provisorische Buchhaltung. Und wo ich dieses Wort provisorische Buchhaltung gehört habe, wusste ich, bin auf dem richtigen Weg. Und ein Provisorium muss man irgendwann abschaffen. Ja? Also wir schaffen dieses materielle, provisorische, buchhalterische Monopoly-Geld, sage ich dem, ja? Schaffen wir ab. Indem wir, und jetzt sehen Sie es, diese Zeitverzögerung von 1 bis 6 Monate eliminieren durch Online-Banking, und zwar dann, wenn der Unternehmer eine Rechnung schreibt an seinen Kunden, ist in der gleichen Sekunde auf seinem Konto ein Geldbetrag, nämlich der Euroweg-Betrag als Geltung meiner Leistung gebucht. Und dann wird die Geltung Ihrer Leistung zur Deckung dieses jetzt so in diesem Moment geschöpften Geldes, und dann gibt es diesen Monopoly-Geldkreislauf gar nicht mehr. In dem Sinn schaffen wir das Geld zwar ab, aber nur das Geld der Banken, und ersetzen es durch die Verrechnungskonten der Unternehmer. Der Euro als Maßeinheit bleibt. Wir brauchen zur gerechten Messung unserer Leistungen brauchen wir eine Wertskala. Und eine Währung ist nicht Geld.
Und das Schöne ist, und darum wird das auch in Europa mit den deutschsprechenden Völkern erstmalig umgesetzt, weil wir diese zwei Begriffe Währung und Geld trennen. Die Amis, die kennen nur Money, ja? Currency zwar auch noch, aber das verwenden sie nicht. Und darum werden sie dort Schwierigkeiten haben im englischsprechenden Raum. Können sie das nicht so gut erklären, wie ich es ihnen jetzt im deutschsprechenden Raum erklären kann. Dazu kommt noch auch eine geistige Dimension, warum die deutschen Völker diesen Auftrag haben, das Geldsystem dieses Planeten in Ordnung zu bringen. Das ist ein Auftrag, den wir haben. Also Sie werden bei uns erleben, dass wir diese zwei Kreisläufe untereinander deckungsgleich machen. Und das ist das, was ich auch dem Hermann gesagt habe, das eliminiert die doppelte Buchhaltung, indem wir nicht mehr noch Monopoly spielen, sondern nur die wahren Kreisläufe so verbuchen, dass sie als Ersatz des Geldes der Banken gleichzeitig die gesamte Wertschöpfung der Industrie, der Menschen, der Konsumenten, der Mitarbeiter immer wieder fair und in dieser Höhe, dass sie immer Gewinn haben, festhalten. Und dann kommt das Wort Gewinn auch, bekommt das Wort Gewinn eine neue Dimension. Das kommt nachher. Dieses Humanwirtschaftsbuch ist nicht nur das Buch für die gesättigten Märkte, sondern es verlangt eben, wie im OR die Banken für sich diesen gesetzlichen Gewinnschutz haben, es verlangt einen Gewinnschutz für uns alle. Gewinnschutz heißt in meiner Definition Freiheit, Einmaligkeit, Motivation. Also das Maß dafür. Der Gewinn in Leistung, nicht in Geld. Ja? Nur noch in Warenbuchhaltungen, nicht in Bankbuchhaltungen. Unterscheiden Sie das bitte. Ja? Das müssen Sie ganz strikt trennen. Der Gewinn in einer Warenbuchhaltung ist nicht ein Verlust für den anderen, der es bezahlen muss, sondern er kriegt, erhält eine Bestätigung seiner Einmaligkeit, seiner Freiheit und seiner Motivation. Und warum gibt es diesen Gewinnschutz noch nicht? Weil ja die Banken von unseren Schulden leben und nicht vom Gewinn, weil sie ja mit dem Gewinn gar nichts anfangen können. Ja? Darum haben die Banken Gewinnbesteuerung dem Staat aufoktriert, ja, und sagen, wenn einer zu viel Gewinn macht, weil er so ein einmaliges, tolles Produkt hat, dann lieber Staat, nimm ihm die Hälfte davon weg, damit er nachher wieder bei uns Schulden machen muss. Darum gibt es kein Gewinnschutzgesetz. Ja. Aber in gesättigten Märkten tendieren die Gewinne automatisch nach Null, wenn wir keinen Gewinnschutz haben. Und wenn wir keinen Gewinnschutz haben, geht es uns wie dem Kommunismus. Die haben ja auch gesagt, Gewinn, das ist was Kapitalistisches, das muss man verbieten. Also, was haben sie dem Volk weggenommen? Die Freiheit, das Maß für Einmaligkeit und die Motivation. Und wenn man das uns auch wegnimmt, bricht unser System genauso zusammen. Und dass die Banken jetzt hier mitmachen und dass sie sehen, dass unser Wegsystem sich selbst finanziert, und zwar wesentlich besser als das Zinssystem der Banken. Wenn Sie diese Grafiken hier vergleichen, links die Bank. Die sucht sich einen Schuldner, kriegt für diesen Kreditvertrag im Jahr einmal 6%. Dann ist die Bank ja nicht interessiert, dass das Geld 10-mal den Besitzer wechselt, sondern sie sagt, wir kriegen ja nur vom ersten Schuldner da den Zins. Die anderen 9, die zahlen uns ja nichts. Also sind die Banken immer an der Blockade des Geldflusses interessiert. Ja? Darum sagen sie, ich muss Geld gleich wieder auf die Bank und dort liegt es dann. Ja? Wenn wir eine sogenannte Umsatzgebühr, eine Buchungsgebühr verlangen, da sind wir ja interessiert, dass es sich möglichst schnell immer wieder von A nach B, nach C, nach bis 10 Mal und jedes Mal bei der Buchung verdient unser Bankensystem 5%. Hier habe ich noch 4 geschrieben, 5 ist die Zahl, die wir jetzt richtig dann einführen. Die Software ist dafür schon geschrieben. Und dann verdienen wir also wesentlich mehr, sehen Sie ja rechts, 400 zu 60. Und mit dieser Grafik möchte ich den Banken erklären, euer System ist auch kein gutes Businessmodell. Also das könnt ihr jetzt langsam vergessen. Ihr müsst Buchungsgebühren verlangen, das tun sie langsam schon. Ja? Die Banken sind nicht so blöd, dass sie das nicht schon kapiert haben, dass man mit Buchungsgebühren mehr verdient als mit dem Zins, der ja heute fast auf Null ist. Ja? Und jetzt müsste man aber dazu die richtige passende Theorie haben und dann funktioniert unser System wieder. So, das war schon mal die Kurzversion meiner Euroweg und Humanwirtschaftstheorie. Ich stehe also, wie gesagt, zu Fragen zur Verfügung. Habe ich meine Zeit gut eingehalten? Dann danke ich Ihnen. Merci.
Ja, lieber Hans-Jürgen, ich danke dir für die, also das ist sehr spannende Geschichte, denke ich. Einmal wirklich eine echte Alternative zu den Dingen, die man kennt. Das fühlt sich auch alles sehr schlüssig an. Und wen das interessiert, der sollte sich sicher mal auch auf deiner Seite oder eurer Seite schlau machen. Bitte die Internetadresse bekannt geben. Ja, genau, die habe ich vergessen. Die Webseite ist nach wie vor aktuell, ist aber schon 5 Jahre alt, nicht oder sogar 8 Jahre alt. www.krediti.at. Krediti, also Krediti. Und die ist folgendermaßen entstanden. Ich habe gesagt, wir brauchen ein System zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Ja, ein Mittelweg, der die Vorteile beider Systeme integriert und die Nachteile weglässt. Und da ich ja ein neues Kreditsystem auf Unternehmerbasis, also Warenkredit, vorschlage, ist mir dann logischerweise das Wort Kreditismus eingefallen. Und da haben in meiner Organisation die meisten, vor allem Damen, gesagt, lass den Ismus weg. Und sage ich, ja, dann bleibt nur Krediti übrig. Und dann definieren wir es aber so. Die Wirtschaftsform nennen wir trotzdem Kreditismus, aber die politische Umsetzung nennen wir Krediti. Aber auch dieses Wort lasse ich jetzt in Zukunft weg, aber dummerweise ist die Webseite schon 7, 8 Jahre alt, wo ich das geschrieben habe. Und darum nennt sie sich im Moment noch Krediti.at, aber ich werde sie auf Systemwechselpartei umbenennen. Komplett auf Systemwechsel. Ich will den Leuten Klartext erklären und sagen, wir haben das Programm, wir haben die Finanzen, wir haben die richtigen Leute. Also in einem Monat starten wir mit dieser Partei. Also Sie sind herzlich eingeladen am 13.12.2014 in Gmünd, in unserer neuen Wegzentrale, die uns gehört, ja, mit uns, und es werden sicher 50, 70 Leute da sein, diese Humanwirtschaftsbewegung, also Humanbewegung zu gründen, und dann geht's los. Und von dann an heißt die Seite dann auch anders. Ach, du bist noch eine Dame, genau. Danke, dass Sie sich nur melden, weil ich gesagt habe, am Ende der Veranstaltung darf sie gerne noch ein paar Sätze sagen. Aber ich bitte um Kurzhaltung, extreme Kurzhaltung, weil wir heute schon einen außerordentlichen Programmpunkt gehabt haben. Und bitteschön. Hallo, grüß euch, ich bin die Hartwig Schroe-Rothil. Ich wollte zwei kurze Sachen ankündigen. Also erstens einmal so ein bisschen Nacherzählung zu, was mit TTIP alles passiert. Die Silvia hat ja schon einiges erzählt, und es war ja eine große Demo vor 14 Tagen. Ich wollte auch erzählen, was jetzt so weiter passieren wird. Also so im Salzburger Raum werden einige kleinere Veranstaltungen im Bundesland Salzburg stattfinden, wozu ich herzlich einlade, die ihr Interesse haben, eine Veranstaltung zu organisieren im Bundesland Salzburg. Ich bin noch ein bisschen länger da, vielleicht in Kontakt aufzunehmen. Und das Zweite, was ich euch ankündigen will, ist, wir haben uns ja viele Gedanken gemacht, auch nicht nur Symptome zu bekämpfen, sondern auch an den Strukturen zu arbeiten. Es gibt jetzt seit circa 3-4 Monaten einen runden Tisch für Bürgerinnenbeteiligung und Mitbestimmung in Salzburg, wo wir verschiedene Themen diskutieren, aber auch einfach den Menschen informieren wollen, was es alles gibt an direktdemokratischen Instrumenten und an prozessorientierten Instrumenten. Und am Mittwoch findet wieder eine Veranstaltung statt, und zwar in der Robert-Jung-Bibliothek, wo es darum geht, die Qual der Wahl, Bürgerbeteiligungsprozesse und Methoden in der Praxis, wo wir Methoden auch vorstellen wollen und diskutieren wollen, wo wir aber auch ein Netzwerk schaffen wollen von Menschen, die sich, sagen wir jetzt, ganz besonders auch in Salzburg einsetzen wollen für mehr demokratische Instrumente, weil wir überzeugt sind, dass es besonders wichtig ist, nicht nur die Symptome zu bekämpfen, sondern uns auch Instrumente zu erkämpfen in Salzburg, um gewisse Dinge auch politisch wirklich verändern zu können. Und wer Interesse hat, ich bin noch länger da, kann dann gerne noch ein bisschen mehr Details dazu erzählen. Ja, danke. Herzlichen Dank. Vorne. Okay, die Andrea ist. Ah ja, genau.
die Andrea Seidel. Du bist praktisch schuld, dass der Harvey heute nicht da ist. Irgendjemand muss er schuld sein. Ich hab's gehört. Ja, die Andrea ist von Golden Earth und wird dazu noch ein paar Sachen sagen. Danke. Danke, jetzt bekomme ich schon wieder eine Schuld. Harvey ist durch uns von Golden Earth fast entführt worden, aber wir konnten ihn retten. Also, verhindert, dass er entführt wurde. Ja, genau. Auch der Roman war dabei. Die Tür versperrt. So ist es. Wir sind ein eingetragener Verein Golden Earth und wir stehen so auf vier Säulen: Mensch, Tier, Natur, Technik. Und die fünfte Säule ist die soziale Säule, wo wir bestehende Kinderprojekte in den jeweiligen Ländern unterstützen. Und wir laden auch Referenten ein, so wie Harvey Friedmann, André Stern, der Joe Kreisel, der Tassilo. Und der Tassilo wird am 30. November in der HDL-Schule einen Kurs geben über Gesetze und Rechte, vor allem über unsere Rechte. Und der Kurs beginnt um 11 Uhr und dauert bis um 18 Uhr. Wer da Interesse hat, Informationen oder die Einladung zu bekommen, der möge bitte zu dem Tisch gehen oder wir teilen auch jetzt vielleicht noch einen Zettel aus, wo die E-Mail-Adresse bitte in Blockbuchstaben. Wir können einen Großteil der E-Mail-Adressen nicht lesen. Und es wäre eigentlich dann schade, wenn diese Information dann nicht rausgeht. Ja, das war es auch schon wieder. Ich sage vielen herzlichen Dank, dass ich das auch durchgeben durfte. Und ich wünsche noch einen schönen Abend. Danke dir, Andrea. Sowas sage ich natürlich nur, weil ich weiß, dass es keine Schuld gibt. Ja. Die drei berühmten S, Schuld, Sünde und Scham oder Schande, die seit 2000 Jahren haben sie irgendwie ein wenig funktioniert, aber es geht nicht mehr. Ja, wenn man Fernseher einschaltet, ist es nicht mehr was zu blöd. Keiner ist schuld. Und warum auch, was würden wir damit tun, wenn wir die Schuld weggeben und sagen, ja, ich bin die Ursache, stell mir vor, ein Unfallverursacher. Ja, und ich bin gut versichert. Passt. Bist du nicht mehr schuld, bist du Verursacher. Und wenn wir die Verantwortung dafür übernehmen, die Ursache für das zu sein, was uns widerfährt, dann schaut die Sache ein bisschen anders aus. Und dann stehen wieder Menschen da und nicht Personen, Persönchen, Leutchen, Kleingemachte, Eingemachte, Eingekochte, unten gehaltene, sondern so nach und nach kommen dann die Leute wieder zum Vorschein, die in den Menschen drin sind. So, wenn so wie bei dir, so jetzt so genau die Seele so rausleuchtet, als wärst du 3 Jahre alt. Ne? Wir haben das ja alle mal gehabt. Und irgendjemand das Licht ausgemacht hat uns noch keiner, aber ein bisschen verdunkelt ist. Aber wir brauchen ja nur die Vorhänge aufziehen. Oder ihr wisst ja, wie man ein Licht, das nicht mehr so brennt, wieder heller leuchten lässt. Und Gott sei Dank, oder Rot sei Dank, oder uns sei Dank, gibt es einfach immer mehr. Und ich danke euch an dieser Stelle nochmal ganz herzlich für euer Kommen. Der Saal beim zweiten Mal voll, ist voll klasse, spürt sich sehr gut an. Und es sind auch nach der Pause immer noch so viele da wie vor der Pause. Das heißt, wir haben niemanden verschreckt, niemanden verjagt, niemanden totgequatscht. Und das ist schön. So, sind wir? Und ich lade jetzt gleich mal das gesamte Plenum oder Forum hier ein, nahtlos in die Fragerunde überzugehen. Ich hab ein Funkmikrofon, ich gehe dann hin, gebe Ihnen ins Mikro. Gudrun, wärst du so lieb, dass du einfach vorkommst? Frage, also nochmal, wir haben die Gudrun Knorrig, ne? Staat ist eine Firma, den Hans Jürgen und live zugeschaltet jetzt an Harvey wieder. Zum Thema EU-Austritt oder was auch immer, Bankster, Los Banditos. Fragen, Ihre Fragen, eure Fragen. Jetzt traut sich keiner. Ja, ganz hinten, das haben wir mir gedacht. Aber das passt schon. Dann kann ich jetzt praktisch einen nachgelagerten Soundcheck machen. Wo ist er? Hallo, ich habe noch eine Frage an Hans Jürgen, wenn das okay ist. Und zwar das mit dem Kristallwasser und der Manipulation. Gibt es da wissenschaftliche Beweise dafür? Sie haben es nur kurz erwähnt, deswegen bin ich da sehr skeptisch, muss ich sagen. Das kann ich ganz gut von mir selber
beweisen, dass es funktioniert. Die, die mich von früher noch kennen, wissen, ich hatte etwa 15 Kilo mehr. Gell, Kurt, habe ich recht? Ja, wesentlich mehr. Ja. Ich habe mich 20 Jahre geplagt mit Abmagerungskuren und habe es nie geschafft, richtig runterzukommen. Von 85 kam ich mal auf 80, dann war ich kurz danach wieder oben. Jetzt bin ich wieder bei meinen 72 und 70 Kilo. Dann habe ich mich gefragt, wie ist es das möglich? Und ich trinke seit 2 Jahren mein Kristallwasser. Und dann hat mir eine Ärztin das bewiesen. Der Mensch ist so vergiftet durch diese 400.000 Nahrungsmittelgifte, die sie uns ja da verabreichen, Chemtrail noch dazu, Shampoo und alles, dass sie erstens mal die Gifte im Gehirn ablagern, weil dort haben sie schon Fett. Ja? Bevor der Körper Fettzellen aufbaut, schiebt er mal die Gifte ins Gehirn. Dann denken sie vielleicht noch etwa 20% so schnell und so intensiv wie vorher. Wenn ich heute eine halbe Flasche Kristallwasser trinke, ich gehe an eine Gerichtsverhandlung, ich weiß jeden Namen meiner Organisation, das waren 900 Leute, ich weiß Zahlen, Daten, ich weiß alles. Ich staune selber über mein Erinnerungsvermögen und das habe ich auch festgestellt durch schöne Träume, die kommen. Wenn Sie mit dem Wasser anfangen, fängt es auch im Gehirn oben an, Sie zu klären, scharfes Denken, scharfes Bewusstsein, Wille, etwas umzusetzen, das war an mir. Dann habe ich einen Mitarbeiter gehabt, der war 205 auch plötzlich verschwunden, habe ich erfahren, 7 Jahre Spital, Krebs, Prostatakrebs. Ich habe immer gedacht, ich kriege eine Einladung zur Beerdigung. Heute ist er mein wiffster, bester Mitarbeiter mit 67, hatte früher, also vor einem halben Jahr noch, mit 13 Pillen sich so einigermaßen am Leben erhalten. Heute keine Pille mehr, topfit. Er sagt, ich arbeite für dich gratis, weil das Kristallwasser hat mir 7 Jahre meines vergeudeten Lebens zurückgegeben. Solche Leute habe ich jetzt durch das Kristallwasser gefunden, mehrere. Also ich habe kostenloses Team, ja, weil ich sie zuerst gesund wieder fit kriege. Und das ist das Erste, was der Mensch ja will. Und vor allem, wenn wir hier eine Partei gründen wollen, also mit Leuten, die wie Drogati oder Betrunkene durch die Welt wandern, habe ich keine Lust, eine Partei zu gründen. Sage ich Ihnen ehrlich. Pflicht wird sein, jeder trinkt 6 Monate Kristallwasser und dann haben Sie den Beweis an sich selber. Ja, danke schön. Wirklich, ich muss jetzt sagen, Sie haben meine Skepsis noch nicht genommen, aber ja, was soll man sagen? Ich habe schon einen Lieblingsspruch, ich mache gerne auch Witze, ja. Sie wissen, jede Partei hat im Hinterzimmer eine Druckerei. Das hatten wir früher auch. Die modernsten Umdrucker, Schnelldrucker, Kopierer. Ich habe Zehntausende von Kurzbroschüren über mein Buch verteilt. An der Eröffnung werde ich Folgendes Ihnen zeigen oder auch sagen zuerst. Jetzt haben wir keine Druckerei hinten dran, hinter der Bühne, sondern eine Gehirnrückwaschanlage mit Kristallwasser. Sie bekommen das jetzt bei uns. Ich muss noch eines sagen. Bis jetzt habe ich das nur in der Schweiz verkauft. Ich war immer ausverkauft seit 2 Jahren. Dieses Wochenende war eine Messe in Klagenfurt zu Ende, mit der ich gesagt habe, jetzt fange ich in Österreich an. Ja, ich kann ja nicht so unfair sein und in den Österreichern quasi ihren Dämmerschlafzustand weiterhin einfach so hinnehmen und mit ihnen eine Partei gründen zu wollen. Das wäre kontraproduktiv für mich selber. Verstehen Sie? Ich will mit Ihnen das Ziel erreichen. Das heißt, ich will, dass Sie das Ziel erreichen, dass Sie sich selber stecken können. Ich gebe Ihnen nur die rote Linie vor. Den Rest können Sie alles selber machen. Und Sie werden so hoch motiviert sein, wenn Sie Kristallwasser trinken. Ich habe über 700 Kunden in der Schweiz. Ich könnte Ihnen jetzt 300 tolle Geschichten darüber erzählen. Sie kriegen es einfach auf meiner Webseite, die heißt, jetzt muss ich die noch sagen, Alive Essence. Ich habe Prospekte genügend da. Also ich lege Ihnen nachher stapelweise hier noch Prospekte hin, da ist die Webseite drauf. Alive geschrieben, A-L-I-V-E. Nein, Entschuldigung, mit F, alive-essence.org. Und Bindestrich AT, also aliveessence-at.net ist die deutsche und die österreichische Webseite. Also die Prospekte gibt's. Was drin ist, ich habe, nachdem mir ein anderes Medium gesagt hat, fang nicht an, über deine Theorie zu reden, du vergeudest Zeit und Energie und Geld,
ohne dass die Menschen Kristallwasser trinken, werden sie dich nicht verstehen. Da habe ich sie gefragt, ja, was muss ich da machen? Ja, da sagt sie, du hast eine gute Quelle, das Medium, das wusste das schon. Ja. Ich hatte eine Quelle seit 13 Jahren von einem Freund, hochschwingendes, natürliches Kristall, also Quellwasser aus Kärnten. Dann hat sie gesagt, und du kannst die Fachbücher lesen, da steht drin, pulverisiert ist die Wirkung des Kristalls. Also ich habe auch immer Kristalle bei mir. Solche Kristalle aus Brasilien werden gemahlen zu Pulver unter 70 μ, von 10 bis 70 μ ist alles in diesem Pulver drin, an der Messe habe ich es gezeigt. Dann muss es 33 Tage in Stahlfässern umgerührt werden, damit es in der Schwebe bleibt und nachher noch 11 Tage abgesetzt, dass es nur noch ganz feine, die kleinsten Stäubchen drin sind, das sind also noch Kristalle drin. Unter dem Mikroskop können Sie es anschauen, sind immer noch solche Formen. Und die bewirken tatsächlich eine Selbstreinigung, die Entgiftung, dadurch Fettzellenabbau, Gewichtsverlust und durch die Selbstheilung natürlich eine hundertprozentige Gesundheit. Ich habe seit 2 Jahren nie mehr Hexenschuss, sonst habe ich das 2-mal im Jahr gehabt, jetzt nicht mehr. Nie mehr eine Erkältung. Andere Krankheiten kenne ich gar nicht bei mir, aber diese Kleinigkeiten, die sind auch weg. Und dieses Wasser ist ganz simpel eigentlich. Ja. Es kostet etwas. Dann hat mir jemand angerufen und hat gesagt, du hast ein tolles Konzept schon in Deutschland, diese AfD, warum ist die in den Goldmarkt eingestiegen? Weil nur wenn eine Partei ein eigenes Produkt hat, um auch sich selbst zu finanzieren, bekommt sie vom Staat die volle Förderung. Also wir haben schon ein eigenes Produkt in der Partei. Damit haben wir eine Einnahmequelle und wir sind nicht als Bettler unterwegs, sondern wir bieten zuerst Gesundheit an, das bringt uns das Geld und damit sind wir autark. Und auch von keiner Bank abhängig. Es gibt seit 2-3 Jahren auch diese, in Deutschland vor allem diese, ich sag mal, esoterische Welle. Der Mensch muss jetzt seinen kristallinen Körper aufbauen. Schon gehört davon? Ja? Ja, wie baut man einen kristallinen Körper auf? Weiß das jemand? Ich wusste es auch nicht. Ja? Trinken Sie Kristallwasser? Ich möchte ganz gern kurz in die Runde gehen. Hat jemand eine Frage an Harvey? Weil der hängt jetzt da so 20 Minuten in der Leitung. Das ist lieb von dir, dass du da Rücksicht nimmst, aber ich höre auf der einen Seite zu und schreibe mir 2-3 Dinge mit, weil es interessant ist, was da gesagt wird. Ja, ich sehe dich ja schmunzeln und Aha machen. Wir lernen ja alle was dazu. Ja. Nein, ich muss schmunzeln, wisst ihr warum? Ich habe vor 4 Jahren in meinem Roman Bender bei euch auf das Thema, ich bin auf das Thema des Weinwunders eingegangen. Und also das Weinwunder, das aus der Bibel erzählt wird, wo also der Jesus Christus in Kanaan bei dieser Hochzeit Wasser in Wein verwandelt hat. Ja? Und ich habe versucht, das aufzulösen, inwieweit das jetzt über eine Fähigkeit zurückzuführen ist, die allein das Wasser haben müsste. Ja? Und da wir ja wissen, dass das Wasser, das sich auf unserem Planeten physisch befindet, ja eigentlich immer gleich viel ist, es ist ja in einem ständigen Kreislauf, also alle Lebewesen haben ja das 4 Milliarden Jahre alte Wasser die ganze Zeit immer wieder getrunken. Aber ich habe die Hypothese aufgestellt, dass Wasser auch ein Gedächtnis hat. Und das hat es ja, das hat man in unzähligen Experimenten ja festgestellt und nachgewiesen. Und habe versucht, über diesen Weg zu einer bestimmten Wasser, die offenbar in dem Augenblick die Fähigkeit hatte, das Gedächtnis einer bestimmten Wassersorte zu erkennen oder zu riechen, und dadurch in der Lage war, dieses Gedächtnis wachzurufen und Wasser in Wein zu verwandeln. Ist nur so eine verrückte Hypothese. Aber ich finde die Geschichte mit dem Wasser, die ihr da jetzt erzählt habt, das ist riesig interessant. Also da bin ja ich total unwichtig mit der Musik zu erzählen. Aber es ist auch richtig, das was du vorher gesagt hast, nämlich diese Theorie zu verstehen, man muss verrückte Hypothesen aufstellen. Das geht ja gar nicht. Weil ich ja letztlich meine, wie wenn ich mit einem Schiff von einer Mole anlege, muss ich ja die Leine über das Land werfen. Ja. Also ich muss ja letztlich
meine Leine über den Tellerrand hinauswerfen, das geht ja nicht anders. Und dann meine Beweise, die sich halt ansammeln, suchen und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen. Und so wie ihr das da erklärt habt, ist das durchaus passibel. Ich wollte auch noch was hinweisen, wenn man das notiert, ob die Idee im Bereich weggefallen ist, wenn ich das gesagt habe. Teile und Herrsche, er hat das dann korrigiert auf Spalte und Herrsche. Ich weiß nicht, wer es weiß, aber was man mittlerweile weiß, ja, ist auch ein interessanter Aspekt in dem Zusammenhang. Was man mittlerweile weiß, ist ja, dass ja auf dem Dollar, auf jedem Dollarschein, das Novus Ordo Seclorum oben steht. Ja? Also für ein neues Zeitalter oder für eine neue Weltordnung seit dem Jahr 1913. Und es gibt ja auch eine, über die Freimaurer, in der Geschichte einen Leitsatz, der heißt Ordo Car. Und die Freimaurer haben quasi zum Leitmotiv dieses Zeitalter das Chaos. Sie haben nämlich den Standpunkt, und besser gesagt, das ist ein unverrückbarer Bestandteil ihrer Religion, dass Chaos für sie Ordnung hat. Und so kommt es zu diesem Divide-Imperat. Das ist aber relativ interessant. Wenn ich jetzt aber schon zu Wort bin, bevor mir jemand was fragen will, ich muss mich gleich vorweg entschuldigen, dass ich früher so einen kleinen Exkurs gemacht habe, aber in dem Moment, dass ich eigentlich beenden wollte, nach 20 oder 25 Minuten, ist mir ein Eisgesplitz die liebe Isabella Wanger in den Sinn gekommen, die mir am Telefon gesagt hat, ja, 20 Minuten, du kannst reden, ja super, und kannst ruhig ein bisschen anhängen, weil du bist eh nicht da. Das ist mir dann in den Sinn gekommen und deswegen habe ich noch 10 Minuten angehängt. Bitte, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich euren Abend das nicht verlängert habe. Und was ich dann gesagt habe, möchte ich inhaltlich auch insofern rechtfertigen, weil ich bin dann am Schluss ausgewichen auf eine persönliche Sache, die ich mit dem System letztlich auch auszufechten habe. Aber ich stelle ja fest, dass alle eure Referenten und Vortragenden offenbar auch ihre eigenen Erfahrungen schildern aus ihrem Leben und wie sie zu ihren Einsichten und Erkenntnissen gekommen sind. Also dafür wollte ich mich noch entschuldigen. Ja. Und Fragen, ich weiß es nicht, ob es Fragen mich gibt, was kann man mich fragen? Ja, also ich wiederhole, Entschuldigung, ich wiederhole nochmal, die Frage ins Publikum. Warte, ich habe jetzt Unterbrechungen. Noch einmal, ich habe jetzt Unterbrechungen gehabt, ich habe nicht gehört. Also, nee, ich frage jetzt das Publikum nochmal. Ah ja, okay. Wo ist das Mikrofon? Moment. Mikrokosmos statt Mikrokosmos. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es in Österreich keine Impfpflicht gibt. Bitte, das ist ganz wichtig für werdende Eltern. Es ist auch in Österreich möglich, das Kind zu Hause zu unterrichten. Das wollte ich. Dankeschön. Wenn ich da jetzt hinzufügen darf, es muss aber auch trotzdem auf dem Amtswege entsprechend dokumentiert und auch begründet werden. Also rein willkürlich kann man das nicht tun. Das Kind zu Hause zu unterrichten, das ist klar. Nein, es ist keinem Elternteil gestattet, willkürlich, ich muss den Behörden oder besser gesagt dem Jugendamt dann vorlegen, einen Businessplan, einen Ausbildungsplan, wie mein Kind geschult wird. Ich kann es natürlich in eine Privatschule schicken, dann ist es dokumentiert, ja, was ja auch mit Prüfungen und mit Benotungen verbunden ist. Aber ich bin gegenüber den Behörden auf dem Amtswege verpflichtet, zu dokumentieren, wie ich ersatzweise den Ausbildungsweg meines Kindes gestaltet, damit das Kind dann später im arbeitsfähigen Alter nicht völlig leistungsunfähig ist und gar nicht versteht, weil die Kinder können ja nicht das Analphabeten überleben. Das heißt, wenn Sie Ihr Kind zu Hause ausbilden wollen, dann müssen Sie den Behörden schon erklären, wie Sie ihm Schreiben und Rechnen beibringen. Das gehört schon dazu. Also es ist nicht so, dass Sie rein willkürlich irgendwie können, sondern nein, das will ich. Nein, das ist klar. So leicht ist es nicht. Vielleicht für andere nicht klar. Ja, danke für die Erklärung. Bitte gerne. Gibt es Fragen an Harvey Friedmann? Ist es ein... Achso, das war jetzt gerade eine Meldung, die aber... war das eine Meldung? Aha, das war ein Hinweis. Wenn keine direkten Fragen da sind, dann sage ich dabei mal merci beaucoup, lieber Harvey.
und wünsche dir einen geruhsamen, entspannten Abend außerhalb des mit Leintüchern zugehängten Dingens da. Und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder irgendwo live sehen. Es das, ist sind, voll... das sind ja keine Leintücher. Das... Ja, ja, ist klar, aber mir hat das so gefallen. Das ist so, weil normal sind Theater irgendwie schwarz zugehängt und du hast da hinten so schöne weiße Vorhänge oder ich weiß nicht. Ich kenne nur, so ein Kabinett kenne ich aus, da gibt es einen Kinofilm, wo also am Schluss die Jungfräulichkeit wieder hergestellt wird in so einem Ding. Also dieses Rätsel möchte ich jetzt schon auflösen. Nicht? Ich könnte natürlich bei mir im Hintergrund die UNO-Fahne oder die österreichische Nationalflagge hängen haben oder die EU-Fahne. Ich habe mich für weiß entschieden, weil es nur da ist, aber das habe ich immer schon. Also das ist ein Vorhang, der geht 6 bis 7 Meter lange rüber, ist weiß und deswegen habe ich diesen Hintergrund gewählt. Dahinter ist nur Glas und keine Höhe. Wand. Also das muss ein schön herstellen. So schlimm ist es nicht. Darf ich jetzt auf 2 Minuten was sagen? Ich bin ja früher unterbrochen. Ja? Und also zunächst hätte ich eine Frage. Gibt es im Raum hier einige Souveräne oder Freemans? Ja. Ja? Ja. Und die, die es nicht sind, wissen aber, worüber ich spreche? Ich gehe davon aus, ja. Okay. Bitte nicht erklären. Es geht ja um dieses Verhältnis, und da wollte ich ganz kurz noch einhaken, weil ihr früher so schöne Sachen gesagt habt. Und bei Golden Earth oder lieben Andreas Heidel möchte ich mich auch bedanken. Ich zähle sie zu meinen größten und wichtigsten Schutzengeln. Liebe Grüße an den Andreas. Aber ich wollte da jetzt noch zurückkommen auf die Souveräne und auf die Frequenz, weil ich ja früher gesagt habe, dass ich meine Prioritäten etwas anders gesetzt habe in den letzten Wochen und Monaten und deswegen gewisse Dinge nicht tun. Aber etwas habe ich nicht angesprochen, ich habe nur meine persönliche Seite angesprochen, wo ich von diesem wissenschaftlichen Beweis auf der medizinischen Wege das gehen möchte. Ich habe auch etwas ganz Interessantes noch weiter vertieft und verfolgt, und das hängt mit dieser Freeman und mit dieser Souveränitätserklärung zusammen oder mit Objektivität, weil ich aufgrund der Recherchen und der Forschungen, die ich über diesen SDQV-Act angestellt habe, ja, also ab wann wir in Europa im 17. Jahrhundert begonnen haben, aus unseren Geburtsurkunden Wertpapiere zu machen, ja, bin ich darauf gestoßen, dass das eigentlich noch viel weiter zurückgeht. Und interessanterweise, und das muss ich euch jetzt verraten, da oute ich mich jetzt mit einer völlig verrückten Theorie, deswegen bin ich ja eigentlich Romanautor, weil ich muss ja meine Ideen in Fiktionen verpacken. Da würde ich behaupten, ich glaube, dass das wahr ist, ja, dann müsste ich möglicherweise irgendwo eine Rechenschaft darüber ablegen, was meine Verstandestätigkeit betrifft. Aber es ist dennoch so, dass ich einen interessanten Zusammenhang erkannt habe für die alle Freemans und Souveräne, die nämlich das ja auch wissen, historisch, wie es zu dieser Aufspaltung in den Imperien gekommen ist zwischen der Errichtung einer juristischen Person und der Abgrenzung in eine natürliche Person. Ja? Da kommen wir aber jetzt wirklich in eine Riesen-Story rein, Harvey. Da kommen wir in eine Story rein, das ist abendfüllend. Bitte was? Das ist abendfüllend, weil wir viele neue Leute da haben. Nein, ich wollte nur etwas sagen. Machen wir einen Deal. 120 Sekunden mit Countdown. Dann klappt die Gudrun den Leppi zu. Was da? In der Bibel. Ist das ein Deal? Nein, das schaffe ich jetzt nicht. Also 120. Nein, es ist, weil es wirklich. Ich wollte euch nur teilhaben lassen an Dingen, die ich mittlerweile recherchiert habe, nicht? Und die noch niemand weiß. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, aber wir sind noch mitten in der Runde. Die Gudrun hat noch keine Frage beantwortet und der Hans-Jürgen ist auch noch live da vor Ort und es ist extrem
anstrengend, also ich wünschte, über Escape ich wünschte, zu folgen. Ich könnte einmal, und das sind jetzt meine 120 Sekunden, ich könnte einmal wieder Karl Popper, und ich hoffe, einige haben ihn noch live gesehen, in Club 2 oder anderen Sendungen, wo er mit 90 Jahren dort gesessen ist, immer zusammengekauert wie ein kleines Häufchen Elend, so wie ich im Moment, immer im Eck irgendwo ganz leise, nur lauschend und zuhörend, was die Diskutanten sich zu sagen hatten. Und wenn er dann sich zu Wort gemeldet hat, dann hat er in der Regel eigentlich immer nur den Finger ganz kurz so hat er den Rauch bewegt und plötzlich war alles still. Und hat dem alten Carlo Popper zugehört, wenn er seine Feststellungen getroffen hat. Und mein Wunsch ist es, dass man mir vielleicht auch irgendwann einmal die Möglichkeit gibt, wenn ich mit dem Finger hebe und sage, ich hätte gerne was zu sagen, dass ich mehr als 120 Sekunden kriege, so wie der Carlo Popper. Okay, das ist ein Abschlusswort. Danke dafür, dass du dabei warst und bis bald mal wieder rein. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, war nett, dass wir noch heute Kontakt haben. Alles Liebe und Gute. Danke dir, Avi. Tschüss, gute Nacht. Die Zeit ist fortgeschritten und wir haben noch zwei Live-Gäste da, die vielleicht noch Fragen beantworten wollen. Und vielleicht wollen wir ja auch noch ein bisschen an die Tische gehen etc. Ich habe ein altes Buch von 1700 irgendwas von einem Freund geliehen bekommen. Da steht was drauf. Meine Mama ist aus Bämen. Ja, meine Rosa ist aus Bämen, wenn du willst, kannst du nehmen. Und das Buch trägt den Titel Niemandens Herrn und Niemandens Knecht. Das ist altkühnisches Bauernrecht. Und es waren die Freibauern in Mittelböhmen. Und die hat es in Ding angegeben. Und ich glaube, je mehr wir uns versuchen zu befreien, umso mehr verstricken wir uns in neue Wege. Weil zum Beispiel steht im Menschenrecht, also in den Menschenrechten, Artikel 26 Absatz 3, in letzter Konsequenz bestimmen die Eltern die Art und Weise der Bildung, die ihren Kindern angedeiht. Punkt. Das ist Menschenrecht. Und ich, meine Frau und ich wollten ja eine Freischule aufmachen, ist aber an anderen Dingen gescheitert, nicht am Freilernen. Die Joya Maschnik ist der absolute Profi. Und wir haben ja nächstes Mal das Thema Bildung. Und da möchte ich auch noch darauf hinweisen, 15.12., Montag, 15.12., geht es ums Thema Bildung. Wer aller da sein wird, ist noch nicht ganz fix. Nachdem ich Gedächtnistraining und andere Geschichten gemacht habe, jahrzehntelang werde ich einen kleinen Beitrag dazu machen, einen interaktiven Beitrag. Da könnt ihr dann sogar mitmachen, wenn ihr wollt, und werdet es mitmachen, auch wenn ihr nicht wollt, weil das gar nicht anders geht, um zu beweisen, dass das Hirn unbändig viel Spaß am Lernen hat, aber nicht so, wie wir es gelernt haben. Und dass das Gehirn was anderes ist. Und wer ist noch mit dabei? Der Günther Pehan wird sprechen zum Thema Bildung. Der Peter Schippeck, das ist der, ja, wir sollen sagen, die rechte Hand von Professor Dr. Gerald Hüther, der sehr viel in die Wege geleitet hat zum Thema Andersdenken, andere Schulen etc. Ich kenne ihn auch persönlich, einen Hüther und einen Schippeck. Ja, und dann schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch ein paar Überraschungsgäste, so André Stern, Felix Baumgartner. Und wer dann noch so mit dabei ist, wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie es weiter. Wir haben noch Stehplätze genug und es gibt hier noch größere Räume. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann machen wir es einfach so, dann habt ihr euch in Salzburg verfahren wegen der Baustellen und der Abend hat nicht stattgefunden. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderbaren Abend, eine herrliche Woche und eine wunderbare Adventszeit. Dankeschön. Oh ja, das muss ich nochmal ansagen. Ich habe es am Anfang gesagt, aber nochmal. Wo kann man das nachhören und nochmal anschauen? Mami, ich bin im Fernsehen. Bei crypto.tv, also Konrad, Richard, Y, Paula, Theodor, Otto, crypto.tv. Das ist der Roman Michael mit seinem Team. Und die Aufzeichnung, ja, die bringen ihr Zeugs übrigens auch jedes Mal kostenfrei hierher. Und auf www.okitalk, ein Wort, OKI, Talk,
okitalk.com. Beim Klaus Glatzl wird das morgen, spätestens übermorgen, als ja, Aufzeichnung im Archiv stehen. Schaut einfach mal rein. Alles kostenfrei, alles Information sollte frei sein, damit man sich auch frei entscheiden kann, ob man sich informieren lässt. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr es einfach verlinkt, multipliziert und so weiter. Wäre sehr schön, wenn wir mal ein paar tausend Klicks drauf hätten, dass sich das wirklich verteilt. In diesem Sinne herzlichen Dank und Montagsinfo, eine Homepage habe ich auch am Anfang, ja, sage ich nochmal, www.montagsinfo, ein Wort, Montagsinfo, ohne Punkt und Komma, montagsinfo.com. Oder? Komm. Da wird sich das auch alles wieder bündeln, das wird so der Pool und wie gesagt, wenn die Listen, in denen ihr euch eingetragen habt, damit eingepflegt oder gepflogen oder was weiß ich sind, dann werden wir hier auch Netzwerke haben. Jetzt winkt der Paul. Okay. Ja, dann wünsche ich euch einfach noch ein schönes, ausklingendes Beisammensein. Ich bedanke mich bei allen Referentinnen und Referenten und informiert euch noch, nehmt die Kreditopfer-Geschichte mit, nehmt was vom Joe Kreisel mit. Und in diesem Sinne einfach eine wunderschöne Zeit bis zum 15.12. oder zwischendrin im Internet auf Facebook oder live. Danke. Gute Nacht. Die ist erledigt, alle sind über Nacht zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt, dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir an. Falls ihr noch vergessen habt, ein paar Informationen aufzuschreiben, dann könnt ihr dies nun hier im Abspanntext nachholen. Denn wir möchten noch erwähnen, dass alle Informationen, die ihr heute von uns hier mitbekommen habt, nicht vorbehaltlos Glauben schenkt, sondern alles selbst nachprüft und abwägt. Dazu bieten wir euch nun die kommenden Internetquellen an. Gebt auch noch zusätzlich in der Internetsuchfunktion die Stichwörter, die in diesem Video gefallen sind, ein und recherchiert selbstständig nach. Und zu guter Letzt wünschen wir euch noch ein stressfreies und sorgloses Leben. Wir würden uns auch freuen, wenn wir euch persönlich kennenlernen dürfen. Energie ist endlich frei und das System mit den Personen haben wir lang schon immer nah, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die Schwinger, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Was war dann? Die ganze Welt ist am Grinsen den ganzen langen Tag. Ja, die Menschen haben's irgendwie kapiert.
weil sie glauben nimmer an Zinsen oder an EU-Vertrag und haben gemeinsam Fukushima repariert. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, ja, ja. Und die Welt als eine große Community, ich glaub, sie wäre vor lauter frei. Und stell dir vor, es ist wahr, die Politiker erinnern sich, warum das es gibt auf der Welt. Und stell dir vor, es ist wahr, wir sind nimmer in die Hände von die Banken mit ihren Schwindelgeld. Ja, was war dann? Was war dann? Und stell dir vor, sie vergiften unser Essen und das Wasser nimmer, und die Energie ist endlich frei. Und das System mit den Personen haben wir lang schon nimmer, nein, weil das der Grund war für die ganze Sklaverei. Ja, was war dann? Was war dann? Ja, dann war Peace and Love and Unity. Spürst wie die schwingen, oh yeah. Und die Welt als eine große Community, die singen. Hey, hey, welcome to freedom. All those rules, we don't need them. Love and respect, that's all the wisdom. Hey, hey, welcome to freedom. Hey, hey, welcome to freedom. Stell dir vor, es ist wahr und die ganzen Differenzen auf der Welt sind auf einmal nicht mehr da. Und alle sagen kollektiv, na gut, verzichten wir halt auf Grenzen. Und wisst was, jetzt bauen wir es einfach alle an. Ja, was war dann? Was war dann? Ha? Ja, dann war Peace and Love and Unity, so wie das gehört, hurra. Ja, und die Welt als eine riesen Community, die blärert. Hey!